Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gears Tactics in unserem wunderschönen Format Two Take, wie es mittlerweile heißen sollte. Wir kämpfen jetzt gegen den Brumac. Wer die erste Folge nicht gesehen hat, sollte das vielleicht an der Stelle nachholen. Und wir sollen hier auf diese Tanks schießen. Das machen wir doch jetzt mal. Er schirmt seine Tanks ab! Er dreht sich um. Von der anderen Seite an! Jetzt könnte ich ja theoretisch, wenn ich von der anderen Seite angreifen soll, mit ihm hier schießen. Hast du dann? Der Blume dreht sich weg! Wie lange sollten das gehen? Und ich habe das Gefühl, das wird nicht so leicht bleiben, wie es sich gerade anfühlt. Drück hervor! Okay, du hast doch bestimmt noch einen Schuss, oder? Ja. Nein, oder? Ach doch, sie hat getroffen. Der Brumac dreht sich weg! Gut, das bist du dran. Ach, scheiße. Jetzt stehe ich so komisch an der Seite und kann nicht richtig treffen. Ja, jetzt kann ich wieder treffen. Der Brumac dreht sich weg! Okay. Jetzt haben wir noch ihn hier. Auf dem Weg. So, meine Züge sind langsam aufgebraucht. Das kann ich noch treffen. Diese Hauptwaffe da vorne, okay. Ja, warum nicht? Schieß nochmal drauf. Das macht keinen Schaden am Lebensboden. Wenn wir seine Waffen vernichten, ist das eine Sorge weniger. Ich dachte, bleibt jetzt einfach in der Mitte stehen. Scheiße! Wenn ihr freie Schusslinie auf die Kanonen habt, nutzt sie! Was macht er jetzt? Fuck! Der hat meine Deckung zerbrosten. Bleibt aus seinem Schussfeld! Oh, ein Glück. Hat er es gesehen? Weg da. Die Deckung hat mich da oben beschützt. Also, jetzt habe ich wieder... Jetzt habe ich das tatsächlich mit dem rechten Finger hingezeigt, als ob ihr das sehen würdet. Das seht ihr das mal. Ich fühle mich schon so, als ob ihr bei mir im Wohnzimmer sitzt. Wer macht sowas? Na, das Arschloch, auf das du gerade losgegangen bist. Hey, das war ein sauberer Kill. Hätte ich wissen sollen, dass Ukon so eine Art Supermade ist? Scheiße. Okay, vielleicht sollte ich... Nee, das geht da nicht mal. Fuck! Wenn jetzt hier welche rauskommen, habe ich ein Problem. Okay, versteck dich erstmal da hinten. Du kannst jetzt nicht schießen. Aber was du machen kannst, ist hier einen Bereich abdecken. Festgelegt. Und du solltest das ähnlich tun. Vielleicht nicht an die gleiche Position. Okay, ich werde in dieser Runde nicht Schaden zufügen können. Ich bin mit den Feinden hier beschäftigt, die jetzt neu dazukommen. Toll, er schießt tatsächlich auf beide. Okay, hier sollten hier keine neuen Gegner aufkreuzen. Er sollte auch nicht so nah dran stehen bleiben. Vielleicht sollen wir wirklich erstmal eine Waffe abschießen. Das dauert aber so Ewigkeiten. Keine Munition mehr! Lade nach! Okay, dieser Kampf wird wirklich lang dauern. Verstanden. Oh, das war ein Feindaktivität! Okay, das sind nicht so viele Gegner. Abschuss bestätigt. Er ballert nach uns. Na, das wird er bestimmt erschießen.
Okay, das war kein Treffer. Zieht die Köpfe ein! Jetzt schießt er auf sie. Ist halt cool. Es steht dieser... die Mauer im Weg. Deswegen kann er sie gar nicht treffen. Das heißt, die Kugeln werden halt wirklich richtig berechnet. Nicht einfach nur irgendwie... Oh, schön unterbrochen. So gefällt mir das. So, wir müssen das Ausgangsloch allerdings zumachen. Verstanden. Das machen wir jetzt. Weil sonst wird das nicht leichter hier. So, okay. Jetzt könnten wir auf den Brumac wieder schießen. Nee, auf den Brumac. Dahin. Hm, Trefferchance ist nicht so besonders hoch. Wir versuchen es. Treffer! Munition wird knapp! Bestätigt. So, der Kriecher muss weg. Dann nehmen wir die Pistole dafür in die Hand. Verarsche, 13%. Okay. Scheiße, von da kann ich ihn überall nicht treffen. Aber ich will auch nicht auf offenem Feld stehen bleiben, wenn ich ehrlich bin. Heute nicht mal! Gut, dann lass mal jetzt... Ah, fuck. Ich muss jetzt schnell zurückrennen. Na gut. Geht aus! So, wo kannst du hinrennen? Bin auf dem Weg dorthin! Kannst du auf irgendwas schießen? Nee, du musst nachladen, okay. Ich lade nach! Was gibt's? Du kannst auf die Waffe schießen, die wir jetzt schon gut zerstört haben. Oh, die geht ja wirklich langsam down. Komm noch Munition! Keine Munition! Magen im Anmarsch! Die Deckung wird weniger. Zieht die Köpfe ein! Oh, das trifft wahrscheinlich. Au. Und von der anderen Seite trifft es wahrscheinlich noch viel mehr. Deckung. Au, fuck. Passt auf die Raketen auf. Mhm. Mhm. Die beiden diesmal. Hat auch langsam Zeit. Bestätigt. Wo kann ich nicht treffen? Mehr. Okay, es hat aber gereicht, dass du dich umdreht, das ist die Hauptsache. Sprich mit mir. Ich muss nachladen. Dann kann er jetzt einen Schuss abbekommen. Erster Tank zerstört. Jetzt nicht nachlassen. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt irgendwie was Schlimmeres. Können ihn gleich nochmal. Ich will aber nicht dort stehen bleiben, ganz ehrlich. Ich glaube, dass ich hier hinten am sichersten bin. Bereit. Was, wer ist jetzt dran? Achso. So, wir haben ja noch jemanden hier. Ja, ja. Und der kann den Tank auch treffen. Okay. Jetzt bist du dran. Und kannst nichts machen. Toll. Ah. Okay, okay, okay. Kann ich irgendjemand anderes einen Punkt geben?
könnte einmal vorgehen, aber dann kommt er mir wahrscheinlich zu nahe. Ich würde die hier hinten da gerne heilen. Ja, genau. Wieder im Geschäft. Okay, das gefällt mir schon mehr. Weiß nicht, will ich einen Punkt geben? Eigentlich nicht. Zeit, alles zu geben. Bereit. Aber vielleicht kannst du... Ja. Ah, okay, du musst nachladen. Okay, hat sich zumindest gelohnt. Okay. Und ich kann irgendwie gar nichts treffen von hier aus. Ah, nur die eine Waffe. Die Folge um ganz ist. Naja, come on. Los geht's! Du sollst aber nicht treffen können. Nee, du bist in perfekter Deckung. Oh, du bist nicht in perfekter Deckung. Oh, das wird wehtun. Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich töte sie nicht. Okay, es hat sich in Grenzen gehalten. Achtung! Er bringt noch mehr Feuerkraft! Hey! Okay, jetzt wird's kacke. Zeit zum Handeln! Jetzt geht's zu Fuß weiter. Tank. Nur noch ein Schuss. Ich höre zu. Du stehst aber auch schon verdammt nah an dem Vieh dran. Geh mal wieder ein Stück zurück. Kannst den Tank zumindest treffen. Shit, nur noch eine Kugel. Ich bin hier. So, jetzt wird's aber eigentlich ein bisschen scheiße. Weil die muss richtig weit weg. Ich weiß gar nicht, wie ich die da hinten wegbekommen soll. Weil im schlimmsten Fall läuft der hier irgendwie so halb rum und dann hat sich das auch erledigt. Neben dem Ausgangsloch darf ich auch nicht stehen bleiben. Ach, du Scheiße. Wenn ich mich dorthin begebe, läuft er dorthin und schießt sie auch nieder. Ich habe sie gerade in eine echt doofe Situation gebracht. Wahrscheinlich ist es da hinten. Ne, dann läuft er irgendwie nach rechts und hat sich das auch erledigt. Da? Ne, da kommen die Viecher raus und töten sie auch. Ich weiß nicht, ob es dort stehen zu bleiben vielleicht sogar das Beste ist. Ich gebe Feuerschutz. Ich versuch's. Ich versuch's. Drücke vor auf Position. Okay, das hier nützt mir gar nichts. Überwache die Umgebung. Ah, ich kann die eine Waffe deaktivieren. Waffe zerstört! Das sollte ihn verlangsamen! Hoffentlich kommt jetzt nichts Ekliges raus. Vier Stück Scheiße. Sieht ziemlich tot aus. Oh no. Oh no. Aufteilen! Gebt ihm kein leichtes Ziel zum Zerstampfen! Zerstampfen? Und die werden sie jetzt fressen. Scheiße.
tot! Alter, die ist verreckt. Zum Glück habe ich nicht Iron Mode eingestellt, sonst wäre die Kampagne jetzt vorbei. Ja. Die haben die auch gleich richtig hingerichtet. Mikaelas nächste Spur sieht gut aus. In Claiborne sehen wir heftige Locust-Aktivität. Genau wie sie sagte. Ukon ist dort. Macht euch auf alles gefasst. Okay, wir schaffen das jetzt. Gut, wenn wir seine Waffen vernichten, ist das eine Sorge weniger. Wir wissen jetzt, dass sie nicht dort bleiben darf. Wir gehen jetzt tatsächlich bis dorthin. Yeah. Sanitäter steht bereit. Erstmal zu schießen. Immer jetzt seinen komischen Tank auf dem Rücken. Nur noch ein Schuss. Getroffen. So, Dude, du bist dran. Daneben. Munition geht aus. Das ist schon mal schlechter gelaufen als vorhin. Shit. Bringt mir alles nichts. Ich bin unterwegs. Okay. Er dürfte jetzt nur einmal schießen können. Das Waffe heißt, zerstört. Dass er die das sollte ihn verlangsamen. Frau jetzt wahrscheinlich nicht mit einmal umbringen kann. Ausgangsloch. Vier Kriecher sind übel. Okay, das haben wir schon überlebt. Ich muss sagen, der Bereich da hinten ist einfach kacke. Auf dem Weg. Kannst du was sehen? Was? Wie, du kannst gar nichts sehen. Hä? Wegen der scheiß Hecke dort. Oh hier. Gott. Nicht dein Ernst. Lade nach! Verstanden. Aha. Augen aufs Ziel. Es lohnt sich jetzt nicht zu bewegen. Hey. Ganz im Gegenteil bei ihr. Sie muss sich eigentlich unbedingt wegbewegen. Mhm. Wir müssen das Schlachtfeld hier ein bisschen nach dort verlagern. Scheiße, aber wenn ich jetzt eine Granate werfe... Schaffe ich es nicht mehr in die Deckung. Eingraben, da kommen sie. Noch mehr. Ach, das ist einfach an so einer doofen Stelle. Ich krieg das nicht mehr weg. Scheiße, das wird treffen. Au. Raketen im Anflug! Oh, warum nicht? Ich sehe sie. Du bist Geschichte! Scheiße. Das sind echt viele. Also dann, ich höre zu. Bestätigt.
Explosionsschuss. Miss. Nee, auf den da dachte ich. Explosionsschuss. War das 10%? Oh, okay, kein Wunder. Warum hat das so schlechte Prozente? Das ist gerade irgendwie nicht leicht. Ich komme ganz schön ins Schwitzen. Aha. Kannst du besser Granaten werfen? Auch nicht. Fuck. Wen interessiert das? Wir müssen die Kriecher loswerden. 40%, na toll. Aus. Okay, wenigstens einer weg. Ich bin gut. Wirklich niemanden. Okay, Feuerschutz. Halte die Augen offen. So, und er hier. Tötest halt niemanden, das ist auch kacke. Z-Fläche machen sollen, oder sollte ich nicht? Ja, machen? Rücke vor. Diese verdammten Kriecher. Bin dran. Okay, sie sind dran. Da kommen jetzt jedes Mal zwei raus. Okay, jetzt ist zumindest Ende. Das wird wahrscheinlich ja nicht so gut treffen. Passt auf die Raketen auf! Hab hier einen Läufer! Muss nachladen. Abschuss bestätigt! Ziehen wir den Scheiß durch. Ziel ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, wo ich die Leute noch hinschicken soll. Sanitäter steht bereit. Kein Problem. Na toll. Na toll. Munition wird knapp. Ich hätte sie reinlaufen lassen sollen. Lade nach! Was gibt's? Alter. Bin gleich da. Nur am Weglaufen hier. Okay, sie hat noch einen Schuss. Muss ich auf jeden Fall den da oben angreifen. Sonst wird's eklig. Auf meine Munition! Bereit. So, und er hat hier ein Problem. Ich muss jetzt auf die alte Deckung vorrücken. Achtung! Da kommen sie! Oh oh, das sieht nach einem Stampfangriff aus. Hit him!
Okay, die Raketen sind super nervig. Wenigstens kommen nicht noch mehr Kriecher. Nach den dreien ist erstmal Schluss. Mal sehen, was Sie dazu sagen. Ich höre zu. Ich habe da hinten noch keine Deckung mehr. Aber wenn ich die Waffen komplett deaktivierend hätte, oder würde, könnte ich mich eigentlich komplett frei bewegen. Ich denke, dass das jetzt auch mein Plan sein muss. Waffenexperte hier. Du musst nachladen, toll. Okay, lade nach. Bin dran. Das heißt, ich muss mindestens die Kriecher loswerden. 35% reicht mir echt nicht. Dann los. Du solltest, ja. Munition aus! Jetzt habe ich noch einen Schuss für den... Ah, es sind immer noch so viele. Keine Munition mehr! Bleibe in Alarmbereitschaft. Der Nächste, bitte! Scheiße. Ich kann mich eigentlich... Nein! Oh, fuck! Die hatte keine Bewegungspunkte mehr. Ah. Idiot. Jetzt steht die mitten im... Rücke aus! ...in dem Artilleriebeschuss. Wahrscheinlich war's das jetzt. Feindaktivität! Wenn ihr Raketen kommen seht, verschwindet! Ach! Gebt ihm kein leichtes Ziel zum Zerstampfen! Nein, nicht zerstampfen. Scheiße. Der Brewmaker öffnet das Feuer! Raketen im Anflug! Nein, nicht dahin. Oh, fuck. Machen wir was draus! Erwischt. Gut. Das hat sich erstmal erledigt. Position wechseln. Tank angreifen. Ein Sanitäter zu mir, bitte! Nein, halt deine Fresse. Gut, er muss wieder beleben gehen. Und dann stirbt er. Fuck! Gut, alles in Ordnung. Da ist nichts in Ordnung, ist Kacke hier. Rücke vor. Bleibe in Alarmbereitschaft. Dreimal. Keine Munition! Ich kann mich aber auch echt nirgendwo hinbewegen, ohne dass ich zerstampft werde. Ist überhaupt noch so ein Kriecher da? Nee. Bin unterwegs. Eingraben, da kommen sie! Ja, das war ja klar, dass er sie jetzt sich schnappt.
wird wahrscheinlich die beiden jetzt hier ausschalten. Und tschüss. Ja, wenigstens nicht ganz tot. Zieht die Köpfe ein! Raketen, weg da! Ei. Selbstreparatur. Verstanden. Den Schuss heben wir uns auf. Was gibt's? Lade nach. Aha. Warte auf Befehle. Streifschuss nur. Munition geht aus. Sanitäter steht bereit. Das hat wehgetan. Zweiter Tank zerstört. Du hast aber auch schon ganz schön was abbekommen, Junge. Du hast doch auch totgestampft. Ist egal, wo er sich hinbewegt, er hat totgestampft. Ist fast schon das Beste, wenn er einfach dort bleibt, wo er gerade ist. Erschossen. Der Blumenker öffnet das Feuer! Deswegen sollte ich die Waffe wegmachen, weil dann könnte er mich jetzt nicht erschießen. Okay, so schlimm war es gar nicht. Bleibt wachsam! Blumenker erhöht den Sprengradius! 4 Raketen jetzt. Das hat mir noch gefehlt. Mischen wir sie auf. Nehme Position ein. Wenn es Kriecher sind, muss ich eigentlich weiter weg. Alles im Blick. Und du musst sowieso so weit weg, wie du noch kannst. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Das sieht erstmal ganz gut aus. Muss nachladen! Zu allem bereit. Ja, drücke vor. Okay. Haben wir noch den Sniper. Alles im Griff. Wagen, Achtung! Da ist ein Ausgangsloch! Hab noch Munition! Keine Munition! Einer hat überlebt. Mal die großen Wummen dabei. Au. Raketen, weg da! Ja.
kann auch noch angreifen. Sicher! Werde nachladen. Okay, du musst aber die Granate werfen. Hier! Fang das! Ausgangsloch geschlossen. Das heißt, die Scharfschütze muss jetzt den kleinen Drecksack dort erledigen. Ich hab nichts mehr! Nur noch einer übrig! Der nächste bitte! Yeah. Kein Problem. Melde mich zum Dienst. Schon mal bessere Tage erlebt. Bleibe in Alarmbereitschaft. Jawohl, beide Waffen weg. Oh ja, beide Brumac-Waffen vernichtet. Locust-Aktivität. So, jetzt sollte es eigentlich leichter werden. Raketen im Anflug! Verstanden. Ich kann ihn nicht treffen. Pistole. Okay, die müssen jetzt sehr weit weglaufen. Wir hoffen, dass das reicht. Warte ab. Eigentlich würde es reichen, wenn du sogar noch hier hinten bleibst. Genau so! Gebt dem Brumac alles, was ihr habt! Ja, so viel haben wir gar nicht. Bereit. Zeit zum Nachladen. Scharfschützen ist richtig geil. Also nicht vom Aussehen, sondern von dem, was sie kann. Munition geht aus. Alle Mann aufgepasst! Bewegung. Aha. Keine Munition. Ich glaube, jetzt hab ich ihn. Okay. Alter, was für ein Kampf. Ohne Video einfach vorbei. Okay, warum nicht? Schaftmagazin legendär. Das ist natürlich nicht schlecht.
Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist übrigens auch ein Windows Live Game. Deswegen seht ihr auch ab und zu auf der Seite, wie das aufploppt. Ah, jetzt kommt das Video. Dias! Es ist spät. Ukon bekam gerade eine Kugel in den Kopf. Und stand sofort wieder auf. Was sonst verheimlichst du mir? Der Befehl lautet töten, nicht Biografie schreiben. In dieser Lage war ich schon mal. Wo gute Leute durch euer Schweigen gestorben sind. Und manchmal rettet Schweigen auch Leben. Und jetzt an die Arbeit. Also, ihr alle wollt wissen, warum wir uns zurückgezogen haben. Hm? Ganz ehrlich, wir sind noch nicht bereit. Der Brumac war ein Vorgeschmack. Der Feind hat einen ganzen Scheiß Zoo Zeug, von dem wir noch nichts wissen. Hat einen ganzen alles, Zoo. Was wir haben, ist Mumm. Darum beginnt euer richtiges Training jetzt sofort. Gut. Mir gefällt das genauso wenig wie euch. Aber wenn die Corps in einer Sache gut ist, dann ist das die Kampfausbildung und das wisst ihr. Also, lernt, was nötig ist und dann treten wir Ukons hässlichen Arsch zurück in seine Höhle. Ich beaufsichtige heute eine Gruppe. Major Redburn wird euch später auf Herz und Nieren prüfen. Ich Glückspilz. Also, zerquetschen wir ein paar Magen. Puh, das war aber echt nicht leicht. Scheinbar habe ich jetzt eine Basis woanders, denn Teamgröße ist auf 7 erweitert worden. Das bedeutet trotzdem, dass ich meistens nur 3 mitnehmen darf. Nur 4 mitnehmen darf. Und hier bekommen wir auch nochmal ein bisschen Mods für Gnasher. Und Lancer. So, jetzt können wir gleich mal gucken. Vor allen Dingen er hier hat irgendwas Neues. Wir können am Fähigkeitsbaum ein bisschen rumschrauben. Wenn diese Einheit am Boden liegt... Was? Wenn diese Einheit eine am Boden liegende Einheit wiederbelebt, erhält sie eine Aktion. Das ist natürlich cool, weil dann verliere ich quasi dadurch keine. Ich glaube, das nehmen wir mit. Alle Verbündeten werden um 100 geheilt. Das ist auch geil. Heilt einen Verbündeten am Ende des Zuges. Oh. Mir gefällt das auf jeden Fall hier. So, Sid können wir noch verbessern. Sid habe ich auch zu so einer Art Selbstheilungsschrank-Tank gebaut. Der Effekt der Regeneration. Alle Einheiten... Oh, das heißt sogar verbündete Einheiten werden geheilt. Das ist auch nicht schlecht. Von 8 Metern erhalten die Fähigkeit Blutsauger. Sammeln Version 2. Der anvisierte Feind wird im nächsten Zug versuchen, diese Einheit anzugreifen. Bosse sind dagegen immun. Deckung suchen Level 2. Ein Gegner Schaden durch einen Schuss. Ja, warum nicht? So, Mandokan ist auch aufgestiegen. Den mag ich eigentlich echt gerne. Also überhaupt die beiden Trupps hier unten, die mag ich eigentlich. Eigentlich sind alle irgendwie cool. Der einzige, den ich... Also ich finde hier Victoria... hat sich bisher durch ihre kurze Reichweite halt meistens nicht so gut rausgestellt. Aber vielleicht wird die später besser. Also die hat einen Gnasher, also eine Schrotflinte. Und Mandokan ist halt... Also den finde ich fast noch am besten von allen. Zusammen mit der Scharfschützin. Also ich finde die eigentlich alle cool. Victoria ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber die kann auch coole Sachen. Aber in so einer Mission wie gerade eben hätte ich sie jetzt nicht mitgenommen. Also habe ich ja auch nicht. So, erhält für diesen Zug 25
10% Schaden dazu. Diese Einheit diese Effekt stapelt sich jedes Mal, wenn die Einheit schießt, hält eine Aktion zurück. Geil. Achso, das kann ich... Achso, die kann gar nichts kaufen. So, hier habe ich auch irgendwas verfügbar. Genau, das war der Gnasher. Den nehmen wir doch direkt mal mit. Munition und Schaden, das ist nett. Magazin. 80 Schaden. Geil. Ja, da scheiße ich auf den genau... Oh, minus 2 Munition. Das ist natürlich ein bisschen... Gabe Diaz. Hier kriege ich sogar Munition dazu. Bei dem anderen. Und 5 Genauigkeit. Aber 80 ist halt vor allen Dingen gegen diese kleinen Drecksmaden schon sehr gut. Deswegen werden wir das wirklich mitnehmen. Ja. So. Ja. Und so läuft das quasi ab. Also wir haben jetzt hier eine Mission komplett durchgespielt. Jetzt wird mir hier irgendwas verboten in der nächsten Mission. Ich darf hier bestimmte Leute nicht mitnehmen. Und bestimmte Leute werden jetzt wiederum erfordert. Ja, also mir macht das auf jeden Fall richtig Spaß. Ich vergesse verdammt oft die Zeit. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Bei vielen Spielen gucke ich oft auf die Zeit. Wie es halt jetzt gerade aussieht und was ich halt sonst noch alles geplant habe. Wollte zum Beispiel noch das mal machen und da. Und bei dem Spiel ist es tatsächlich eher so, dass ich die Zeit komplett vergesse und mich nur darauf konzentriere. Das heißt, es fordert in gewisser Weise auch was. Aber auf der anderen Seite tut es mit seiner Atmosphäre und so weiter auch so vereinnahmen, dass man halt vergisst, was sonst noch so ansteht. Weil zum Beispiel, es läuft gerade die Wäsche und nach der Aufnahme muss ich mich definitiv drum kümmern. Deswegen werde ich die Aufnahme jetzt hier auch beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt ein paar schöne Eindrücke für Gears Tactics sammeln können. Ich finde es aktuell sogar den spaßigsten rundenbasierten die spaßigste Rundenstrategie überhaupt. Also ich hätte das gerne schon früher gehabt und ich weiß jetzt schon, dass ich einen zweiten Teil möchte. Ich weiß nicht, wie sich das im Verlaufe des Spiels hält. Wir haben jetzt Akt 2. Es kann gut sein, dass es 5 oder 6 Akte gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das so genauso hält, aber das Spielkonzept, also der Spielspaß selbst, ist auf jeden Fall alleine durchs Spielen da. Das ist schon ein ganz großer Vorteil. Das heißt, das Missionsdesign, was bisher eigentlich sehr gut immer war, muss nicht mal so besonders gut sein dafür, dass es trotzdem viel Spielspaß hervorbringt. Ich habe von anderen Seiten gelesen, dass die Missionen jetzt nicht immer so extrem abwechslungsreich sein sollen, wie ich das jetzt am Anfang gesehen habe. Das soll jetzt wohl ein bisschen abstumpfen, beziehungsweise sich wiederholen. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Man kann das Spiel auch in kleineren Dosen spielen. Und ich denke, dann vergeht einem der Spaß definitiv auch nicht. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr auf den zweiten, weil beim zweiten man ja meistens mehr versucht richtig zu machen und beim dritten dann verkackt. Deswegen ist der zweite oder das zweite Spiel meistens ohnehin das Beste in der Spielereihe. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch alles Gute und bleibt gesund. Bye, bye.